Ahoi Leute und willkommen zurück zu Dying Light, zum Sterben und Licht mit Christian, der fighten möchte. Yes. Und ich kann nicht zuschlagen. Schade. Wir sind wieder hingelaufen, wir waren ja beim Turm. Richtig spaßiges Spiel, sowas. Wir haben Zombies verprügelt, wir haben einen Attentäter-Mod bekommen und wir haben, ich habe einen Überlebensfähigkeitspunkt bekommen, weil ich geschlagen wurde. Ich leider nicht, oder? Warnpreise. Was bist du, Fertigungsexperte? Ich krieg keine Punkte. Sie können aus der gleichen Menge Materialien mehr Gegenstände herstellen. Das ist natürlich geil. Dann mache ich doch erstmal Geldschmeiße. Ah ja, Moment, ich kann auch Sachen herstellen wahrscheinlich. Sowieso Industrieegel, was? Industrieegel. Wir wollen nämlich immer noch die Waffe für Davut holen oder so. Genau, Davut, der ist da vorne. No, Moment. Ja. Ich bin der Blaue, okay. Ich hab keine Ahnung. Da müssen wir hin, genau. Okay. Orientierung wichtig. Waffen reparieren, wie ging das nochmal? Inventar, oder? Ich glaube, wenn du die Waffe in der Hand hast, R drücken oder gedrückt halten. Ah, stimmt. Ich habe ein ganz komisches Licht gerade gefunden. Siehst du das? Ja. Das mittlere Maustaste. Ich weiß nicht, wo das herkommt, was das macht. Mittlere Maustaste bei mir Cracker werfen, wie du siehst. Ja, stimmt. Das war es bei mir wahrscheinlich auch mal. Oh. Moment, wo müssen wir... Ah ja, wir müssen... Aber wo? Wo kriegen wir die Schusswaffe her? Unten ist irgendwie was. Gehen wir mal hin und hoffen mal... Wahrscheinlich gerade das Dümmste gemacht und das repariert, was gar keinen Sinn macht. Na egal. Irgendwo hier in dieser gottverlassenen Siedlung. Ja, so, das tatsächlich nicht mehr Zombies sind da. Selbst die haben da keinen Bock drauf. Davut, we're gone. Hier ist nochmal Loot für mich. Schusswaffe. Oh, ein Dieterich. Ein Schnur. Sie können einen neuen Gegenstand herstellen. Schnur, nicht Schuhe. Ja, Schuhe auch. Okay, wir sollen noch ein Stück weiter. Ach so, okay. Da ist ein Zombie. Ich weiß nicht mal mehr, wie man die Waffe wechselt. Du kannst Tab oder, also Maus oder verscrollen. Oder Tab drücken, dann machst du so ein Auswahlmenü. Erstmal weggetreten. Und vielen Dank. Okay, der hat ja richtig... Ach, das war das, okay. Da ist eine Lichtfalle, die will ich eigentlich nicht aktivieren. Oh. Hier sollen wir hin. What the fuck ist hier ein... Warum ist hier ein Boot? Von Dead Island rübergeschippert. Reisen nach Gefängnisüberfall. What the fuck? Das hat jetzt nicht vor? Wasser? Ist das hier ein DLC? Ich hab keine Ahnung. Das Haran-Gefängnis. Finden Sie das Gefängnisboot? Haram-Gefängnis. Das auch? Hm. Ah. Moment mal. Werden all die Schweine gehalten? Ist das nicht auf der Karte? Sollen wir vielleicht einfach nur random irgendwo eine Waffe finden? Möglich? I don't know. Okay, das ist ein bisschen... Wir sollen ja nur irgendeine... Da steht auch nur 0 von 1 Pistole. Also ich glaube, wir müssen einfach nur irgendwo eine Schusswaffe finden. Hallo? Ich habe gedacht, das ist hier. Das ist aber ein DLC, die machen wir jetzt nicht, oder? Würde ich jetzt erst einmal noch nicht machen, pardon. Weil wir wahrscheinlich nicht so heil sind. Ja, wieder Luft überall. Ah, upsie, ins Wasser gefallen. Feicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu der Abwurfstelle im Kesselgebiet. Ja, dann. Moment, Marker ist auf rechtsklick, genau. Dann sehe ich auch, wo ich hin muss. Ich renne hier einfach nur hinterher. Heißer Typ. Wichtig. Warum kann man keine Frau spielen? Ich finde das sexistisch. Ich würde gerne wie Xian Mai spielen. Ja, stimmt. Das wäre eigentlich, ja. Aber dann noch eine Synchronsprecher einstellen für die ganzen Voicelines, bloß nochmal in weiblich. Das kostet ja Geld. Ja, ja, aber... Das haben sie bei der R&D auch gemacht. Und bei Riptide auch. Ja, aber dann ist ihnen das Geld ausgegangen. Ah, ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, Dying Light und Dead Island sind. Also, ich glaube, so, die kommen irgendwie aus demselben Konzern, aber nicht vom selben Entwickler, habe ich so verstanden. Sicher? Nö. Aber, es könnte sein. Möglich. Was hast du Ich habe mich da nie genauer informiert. Das waren zu ähnliche Spiele, als dass ich auch nur considered hätte, dass das andere Entwicklerstudios sein könnten. Also ich meine, die waren beide von Techland, aber ich weiß nicht, ob das nur der Publisher war.
Ist der Publisher nicht Ubisoft oder so? Ich glaube, Deep Silver war der Publisher. Ich habe keine Ahnung, müssen wir mal durchlesen. Also ich habe mal geguckt, ob die im selben Universum spielen. Also halt inoffiziell von Reddit haben die halt gesagt, dass die Spiele wie gar nicht so richtig zusammenhängen. Aha, ja. Au. Au. Ui. Hey. Hey. Bitch. Lebst du noch? Nö. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Doch, die lebt noch. Jetzt nicht mehr. Was denn? Der lebt zwar nicht mehr, aber macht bei mir ganz, ganz weirde Facial Expressions noch immer. Das ist... keiner creepy. Bei mir ist er einfach legit tot. Ja, doch nicht auf damit. Au, au, au. Töten Sie mal. Warum? Hä? Was ist hier los? Warum ist eins so wütend auf uns? Der eine? Ja. Es sind mehrere wütend auf uns. Wie kann ich nochmal die Waffen wechseln? Also nicht die Waffen, sondern die Wurfwaffen. Ah, das ist keine Ahnung. Waffe nicht gebrauchsfähig. Kann halt reparieren. Hm. Oh, töten Sie die meisten Zombies. Nein, kein Wettkampf. Danke, passt schon. Wollen wir überhaupt lang? Also, wenn du auf die Karte guckst, da ist ja auch bei dem einen Gegner ist da halt so ein Marker-Symbol, dass der halt die Richtung anzeigt, sag ich mal. Hm. Der hier. Oh, hey. Warte mal, wer hier? Die hier gerade angelaufen kam. Oh, die hat halt so einen Richtungsmarkierer, die anzeigt, wo sie hinläuft und wo sie hinguckt. Ich würde sagen, dann gehen wir hier nicht. Au. Wir müssen da lang. Okay. Oh, ja dann. Also ich weiß ja nicht mal, wie man da durchkommt, ohne Leben zu verlieren. So in etwa? Wie zum... Ich bin einfach rübergesprungen. Aui. Ja gut, ich habe ein bisschen Leben verloren, aber nicht so viel. Ich lebe noch. Ich dachte, ich kriege jetzt Fallschaden. Loot? Ja, Fallschaden ist hier recht chill. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Aber, oh, da ist eine Kiste. Plastikkleidung. Ich habe so viel Klingen schon wieder. Klick. Komme ich da so entspannt hoch? Was ist denn da drin? Ein Franzose. Ein Kreuzritter. Ein kurzes Messer. Ich glaube, ich habe das erste Mal eine richtige, hier. Hiebwaffe. Messerwaffe. Auswählen. Stichwaffe. Eine Schlitzwaffe. Schlitzschneid. Ein Schlitzschneider? Sprühdose. Au! Upsi. Jade, I need to check something out. Now? It won't take long. You don't have the time. Haben wir nicht? Aui. Na, dann knacken wir doch mal das Schloss. Klick. Hallo. Ja, Zombie. Ich mach die Dingens auf und Blut spritzt gegen das Ding. Klassischer Baseballschläger, Ballschläger. Wir sollen weiter runter? Ich habe einen Rollgabelschlüssel gekriegt. Moment mal. Was ist das? Trockenobst. Na gut. Ich kann die Tür aufmachen. Ach, dann okay, natürlich du. Nicht, sie ist zu. Wir müssen irgendwie runter. Gut, die Messerfuchtler sieht aber echt dumm aus, muss ich sagen. Hi Zombie. Tschüss. Okay, das auch. Wie viel Schaden macht das eigentlich überhaupt? Ich habe den Zombie in der Mitte durchgeteilt. Cool. Geil. Ich weiß, wie viel Schaden das macht. Könnt ihr so schnell sehen. Das macht 32 oberes Symbol. Oh. Ja, ich hab nämlich eine Waffe, die... Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Aber gut, ist auch ein zum Fleischwolf gemoddert. 69 Schaden macht. Ah, hier soll ich rein. Okay. War ich hier nicht schon? Oben. Und dann kannst du... Wie komme ich da? Ich habe eine Statue von Zombie-Statue. Ein Sammelobjekt. Wie mache ich Licht auf T? Ja, stimmt. Okay, auf T. Und hier ist wieder das Irgendwer weint da. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, du musst oben rauf gehen. Genau, und dann... Ah. Das war zu vorher. Ach so. Da muss ich aufschlagen.
Ist ein Zombie gerade. Ja. Hast du die Zombie-Statue oben geholt? Nee, wo ist die? Warte mal, hier auf dem Tischchen, glaube ich, war die. Hier auf dem Nachttisch. Ah, vielen Dank, ich sehe es, Zombie-Figur. Du lebst ja noch. Oh. Hey, honey. What the fuck? Hey, what are you doing in here? Wo ist denn das Kind? Siehst du das? Hier, ja. Hier im Schrank. Ah, okay. Okay, okay, it's okay, it's okay, it's okay. Wollen wir die essen? Ja. Waffe auf Kind anwenden. Ich kann nicht, ist gemein. Neuer Lebensraum. Das wird aber eng, du. Ja. Okay, I guess. War es einfach so eine random Quest oder was? Anscheinend. Wieso wird es dasselbe nochmal wiederholt, was wir vorhin schon gehört haben? Ich weiß es nicht. Hä? Der lebt ja immer noch. Gleich nicht mehr. Man kann die Schränke alle aufmachen. Oh, okay, cool. Der lebt noch! Scheißdreck tust du jetzt. Oh. Ja, ich glaube, ich habe den Schädel zerstört. Ah. So muss das. Kann sie ja, wenn sie das Mädel holt, nachher noch mit ihr an der Leiche vorbeigehen und zeigen, keine Sorge, siehst du, der tut dir nichts mehr. Ja. Ist immer gut, den, die Leiche vom Vater zu sehen mit komplett zerschlagenem Kopf. Wichtig. Definitiv. Auf jeden Fall. Okay, hier ist die Absturzstelle, da sollen wir Sachen machen. Ah, wahrscheinlich finden. Dropkick. Uff. Ja, das ist nice. Dropkick. Außer nicht Dropkick genug. Dropkick. Junge. Dropkick ist es allein schon. Oh fuck, so oh fuck, oh fuck, ich hab's angezündet. Weg da. Oh, Rüblet, Rüb. Müll. Oh, Müll. Okay. Oh fuck, ich hab die angelockt. Upsi. Oh, scheiße, stimmt. Da war was. Ich weiß nicht, ob die Kiste hier gemeint war, aber ich check sie trotzdem aus. Ich glaub, das ist die hier oben. Was soll sein? Also ich weiß ja nicht. Wo oben ist, also wie ich da hochkomme. Da wo das Messer. Wurfsterne. Premium sogar. Premium, Digga. Das ist nicht China-Ware. Guck dir bei dem zu, was du machst. Und mach mal um die Ecke. Darf ich anscheinend nicht. Nö. Ecken ist nicht. 61. Hey! Achso. So, dann. Freck. Ha. Da komme ich auch nicht weiter. Na, servus. Was willst du jetzt? Also um die Ecken komme ich echt nicht rum. Das ist nicht so cool hier. Au! Kommst du jetzt her, du blöder Arsch, du blöder. Wollen die, sind das so welche besonderen Gegner oder sowas? Weil das, also die ist schon wieder so komisch markiert. Ich glaube, es sind einfach schnellere Zombies. Ah, das kann schon sein, ja. Also so Kletter-Zombies? Das sind auch so welche, die. Oh ja, ich sehe es, ich sehe es. Ja, das sind die Infizierten, ich erinnere mich. Das sind schnellere Zombies, deswegen sind die markiert. Die werden nachts, glaube ich, auch nochmal krasser oder so. Und die können halt dingsen, klettern. Ja. Die ist hier gerade hochgeklettert, war noch nicht drauf. Ich habe sie getreten, aber vorhin war sie sofort oben. Boah. Effektives Ding. Ha. Ah. Ich glaube, da habe ich den Kopf entfernt. Na, traust du dich? Oh mein Gott, wieso hast du das geschafft? Das sollte dir nicht möglich sein. Ja, halt. Wo kann man das? Da ist eine Kiste. Da ist noch ein Infizierter. Na. Der ist tot. Schön. Schauen wir mal, was in der Kiste drin ist. Ein Basie! Kaffee und Inventar voll ist hier drin. Ah. Kurzes Messer einfach. Das kommt dann zerlegen. Jo. Ich kann den ganzen Quatsch hier zerlegen. Stimmt. Oh, ein Kampftagebuch. F benutzen. Fucking hell. So, dann nehmen wir das mit. Like ja, im Kampftagebuch, wo, das hier, okay. Ja. Ja. Ah, da kann man noch eine Klinge rausholen. Bei mir auch tatsächlich. Was war das? Ja, Moment mal, wir müssen weiter hoch. Ah, noch weiter? Oder? Ja, glaube ich ja.
Genau, hier oben ist die Kiste. Öffne, ja. Warte, war ein Spieler. Hallo, ich bin Hallo. Da. Da ist der andere Spieler. Eine Schneidszene, Schnitzszene, pardon. Damn it, nothing here. Schade. Hui. Wäre es nicht einfach, die komplette Stadt einfach mit ein paar Bomben zu ebnen? Hm? Also die Stadt hier ist komplett infiziert. Wäre es nicht einfacher, sie komplett zu ebnen mit Bomben? Ja, na, vielleicht ist das ja auch der mittelfristige Plan. Da ist ein roter Zombie jetzt. Ist das ein wütender Infizierter? Das ist einer von... Also gelb sind sie, glaube ich, wenn sie einen nicht mehr direkt erfasst haben und rot, wenn sie einen aktiv jagen oder so. Okay, also ich habe die anderen, die halt auch direkt vor uns waren, immer noch als gelb gesehen auf der Karte. Vielleicht ist das einfach ein Wütender gewesen, weil der halt irgendwie, ja. Wütend ist, ja. Vielleicht. Oh, hey, hier ist eine potenzielle Dingens. Ja, das ist ja, wenn ich hochgegangen bin. To be honest. Das war mein Plan hier. Oh. Hier ist eine Zombie-Statue, also eine Zombie-Figur wieder auf dem Regal. Oh, da vorne, hier, da. Da. Vielen Dank. Okay. Über uns sind noch Zombies. Gibt es hier noch einen Weg hoch, einen regulären, oder sollen wir klettern? Ja, hier. Also nee, klettern ist der reguläre Weg hoch. Okay, ich habe jetzt mit einer Leiter oder einer Treppe oder sowas gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Na, nicht in einem Freirennspiel. Oh fuck, ich bin gerade fast runtergesprungen. Ah, nur fast. Okay, habe ich das Ding ja schon reingedreht? Ich glaube nicht. Ich wurde abgehalten davon, also die Sicherung. Möglich. Ich habe es angefangen, dann hat mich ein Zombie geschlagen. Okay, wir haben schon 6 von 17 Dingern. Wir haben übrigens gelernt, dass es eine zweite Map noch gibt. 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 Stück sind hier noch. Und 6 von 17 habe ich gesagt gerade, oder? Das heißt, 6 sind noch auf der anderen Karte. Wo sollen wir hin? Wir sollen da hin. Besorgen Sie aus dem ersten was. Ja, ich glaube, dass die wurden doch da oben gedroppt, oder? Auf der Autobahn. Ich glaube, die waren hinter der Autobahn, to be honest. Das kann auch sein. Ich habe keine Tiefenwahrnehmung. Ich sehe 2D. Wichtig. Punk. Ach, das ist lustig, ey. Upp. Warum mache ich ähnliche Geräusche? Ich muss mich nicht so tief reinfinden, dass ich das Gefühl habe, selbst Freerunning zu... Moment, doch. Dann habe ich das Gefühl, Sport gemacht zu haben. Dann fühle ich mich vielleicht besser mit meinem Körper. Wahrscheinlich. So, geknackt den Mist. Wäre lustig, wenn ich es aufheben oder hochmachen könnte, weil du draufstehst und es zu schwer bist. Ich fand das auch sehr lustig, dass es funktioniert hat, und da ist ein Messer. Hier wieder Premium-Wurfsterne. Ich weiß nicht, wie ich es benutze, weil ich nicht weiß, wie ich meine Wurfwaffen benutze, ändere. Okay. Weil ich habe nicht aufgepasst, was ich mir nicht gemerkt habe. Ja, fühle ich. Ich habe auch keine Ahnung. Was ist da drin? Baklava! Oh, geil. Baklava ist immer gut. Joink. Erstmal schön zum Zombie-Koffer zertrümmern. Okay, es ist nicht auf der Autobahn, es ist hier hinter. Aber wir sind, glaube ich, gleich da. Achso, ja dann. Oh, hier. Moment, das ist unser Platz hier. Don't try to fight them. Junge, die kriegen Stiche ab. Na dann. Mach ich doch mit. Fuck. Oh fuck. Au. Warum hab ich... Der ist mal Dropkick ausgewichen, der Penner. Der Fotze. Jetzt nicht mehr. Aua. Au. Ob die unendlich Leben haben? Ich glaube nicht. Also ich hoffe es nicht. Ich glaube, der erste ist tot. Ne, der lebt noch. Aua. Okay, ich kämpfe gerade mit den Zombies, aber ich mach mal kurz die Quest an, damit wir wissen, was wir machen sollen. Ja, das ist nicht so schnell, sie können zur zweiten. Okay, ich glaube, die haben unendlich Leben. Ich bin vielleicht ein bisschen tot auf dem Boden. Das ist ein bisschen schlecht, muss ich gestehen. Ja. Hat er nicht Unrecht. Aber vielen Dank. Okay, wir müssen tatsächlich einfach zum nächsten laufen. Ja, das habe ich nämlich auch noch so im Kopf. Laufen Sie schnell wie möglich dahin. Kämpfen Sie bloß nicht. Freddy läuft sofort los und sticht auf die Bastarde ein. Ja, ist doch richtig so. Ich fühle das. Deswegen bin ich ja mitgezogen. Gott, ey.
Also die Messerfuchtler ist echt, also sieht echt dumm aus. Gefühlt machst du halt keine Schläge, so wie in der Dead Island, sondern du fuchtelst einfach mit dem Messer vor dir her. Ich muss dringend auch mal ein Messer probieren, ich will das Fuchteln sehen. Neu. Oh fuck. Au. Das war knapp. Ich lebe noch, ich weiß aber nicht wie lang und auch nicht wie. Also ich hab's überlebt, ohne Schaden sogar. Weil ich irgendwie gerade doch eine Menge Schaden überlebt. Ich hab's nämlich geschafft, einfach irgendwie in so ein Fenster reinzuklettern am Ende noch. Er hat sogar gesehen, wie du da in irgendwas hingst. Okay, jetzt habe ich Schaden genommen, obwohl ich trotzdem irgendwo hing. Ich meine, wenn du eh schon halb unten bist, dann einfach doch nach. Und du kriegst auch auf die Schnauze. Jo. Ist da. Oh, da ist eine Kiste. Schnur. Kaffee. Ah! Okay, nee, alles gut. Ich lebe noch. Upp. Das war wieder knapp. Meine Güte. Bin nicht mehr geübt im Freerunning dieses Spiels. Sichern Sie den Abwurfbereich. Bin da. Bergen Sie die Antizin-Ampullen. Okay. Da sind die drin. Nicht in einem anderen Paket. Achso, du musst andere Spieler warten auf Sie. B für Bergkomm. Ja. Eva, bin schon da. Crane hier. I'm about to recover an antizin drop. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to Ryze. Listen closely. It's very possible that Ryze is our man. So if you find an airdrop containing antizin, destroy it. What? What? Why? It will force interaction with Ryze. You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember that. Lol, okay. Das Wohl aller. Was für ein Schwachsinn, ey. Ja. Einfach fragen, wo Reis halt abhängt und dann einfach anrufen und Kofferbomben, nicht Kofferbomben, hier Teppichbomben schmeißen, einfach die komplette Stadt ebnen in dem Bereich. Ich glaube, Reis ist vor allen Dingen in Asialändern anzutreffen. Ich habe auch einen Reiskocher. Ich tatsächlich nicht. Beziehungsweise nennt sich Kochtopf. Ja, oh, hallo. Lecker Schmecker. Hui. Ufer. Au. Das schmerzte. Während der Nacht der Fertigkeitspunkte werden verdoppelt. Okay. Oh fuck. Question is, is it worth it? Kriegen Sie den Ton zurück. Okay, wahrscheinlich eher nicht. Oh. Ah, ich versuche dir irgendwie zu folgen. Ich versuche dir irgendwie zu folgen. Also die Infizierten sind jetzt, also die die normalen Zombies werden, glaube ich, zu Infizierten alle oder so, oder zumindest werden es mehr Infizierte. Und dann haben wir halt noch hier diese Extra-Ficker. Au! Das schmerzte. Ah, da ist auch eins. Au! Das schmerzte. Bist du gerade explodiert? Nee, ich bin noch nicht explodiert. Da ist noch ein Dicker mit einem komischen Scheiß. Oh ja! Ein Special. Aua. Okay, Infarkt. Okay, man kann jetzt sowieso auch loswerden, das ist ja entspannt. Ja, sehr entspannt. Die schlagen mich noch immer regelmäßig. Ah, au. Du bist die losgeworden, weil die jetzt die ganze Zeit mich schlagen, die Fotzen. Au, ich bin am Boden. Kann ich dich da noch holen? Ja, theoretisch schon. Oh fuck, okay, die greifen jetzt mich an. Ja, die Praxis ist vielleicht etwas schwieriger. Wie viel Zeit hast du noch? 17 Sekunden. 12. Sehr chill, vielen Dank. Ah! Okay, wir sind im Turm aber. Es ging echt schnell, muss ich sagen. Oh, Suka, ich bin schon wieder am Boden.
Er sieht mich, aber sieht mich nicht. Wie viel Zeit hast du? 20 Sekunden. 15. 10. Oh, ich sehe dich. 7. 6. 5. Oh, vielen Dank. Oh Gott. Ich kann mal heilen. Irre. Ich bin schon wieder getroffen worden. Ich habe nur einmal HP gehabt. Sollte mal demnächst wieder welche machen. Au. Ich bin schon wieder getotet. Ich bin noch falsch gelaufen. Ich habe momentan nichts zum Heilen. Und kann ja auch nichts craften. Au, fuck. Ich glaube, das wird. 13. Doch, jetzt sind sie gerade runtergelaufen, alle. Ah, oh, dann wird es sogar noch was. Vielen Dank. Diesmal renne ich richtig. Pass auf, da sind direkt welche. Ah! Aber du musst nur reinkommen, dann ist alles Gucci. Dann haben die Angst. Ja, das. Oh, Verfolger abgehängt. Spiele in der Nacht. Während der Nacht erhalten sie doppelt so viele Punkte für Wendigkeit und Kraft. Wenn sie eine Nacht außerhalb von Sicherheitszonen überleben, erhalten sie als Belohnung Überlebensrangpunkte. Wenn sie während der Nacht einer Verfolgung entkommen, erhalten sie zusätzliche Wendigkeitspunkte. Danke. In der Tat. Sehr freundlich. 4 Wendigkeitspunkte. Jetzt muss ich erstmal meinen einen Überlebensrangpunkt zuordnen hier. Und ich muss mal gucken, ob ich auch noch was habe. Ich glaube nämlich nicht. Ne, ich bin bei Wendigkeit und bei Kraft aber schon fast weiter. Also, habe ich bald ein Level up. Nehme ich das oder das? Wieso kann ich das nicht? Ach so. Ja, ich glaube, das hier ist der DLC. Wir haben ja immer mal von dem DLC gesprochen, den kann man irgendwie jetzt gar nicht mehr kaufen. Also dieses Collection Definitive Bundle da, was irgendwie mal beworben wurde. Ich habe es auf jeden Fall nicht mehr im Steam Sale oder bei Steam gefunden. Oh, auch interessant zu wissen. Ah ja, wir haben es. Oder nee, warte, war das das andere? Das ist das, was wir nicht hatten. Das war halt dieses Complete Package mit diesen ganzen Cosmetic DLCs noch. Ah. Okay, ja gut. Also, das ist irgendwie die, also wir haben glaube ich die... Nicht wie Masters. Was ist mit dir? Congrats, you survived the night. Too bad that run didn't work out. Ja, passt schon. Danke, Timur. Was ist mit dir? Wer hat zuletzt irgendwas von Jared gemacht? Oh, hey. Okay. Ja. Ja, also wir haben nicht, also ich glaube, die Definitive Edition ist das, was wir nicht haben oder so. Warte, aber haben wir nicht die Definitive? Wir haben die Definitive, aber wir haben die Collection, ja, es gibt auf jeden Fall eine Version, da ist alles mit drin, was man halt von dem Spiel haben kann. Die hätten wir wohl in unserer ersten Aufnahme-Session kaufen können, da hatte ich die noch gesehen, nach der zweiten dann nicht mehr. Ha. Man kann jetzt nie wieder Dead Island kaufen. Dying Light. Ja. Ach, hier ist Brecken. Ich bin okay. Gut mit Namen. Hallo. Oh, eine Schneidszene schon wieder. Come on. I mean, we need Anderson. I know, but buying from Rise, you can't be serious. For God's sakes, I'll go. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that already. We didn't discuss it. You just decided that I'll go. Hello. Are you serious? Well, this Rise guy has never seen my face before. Clean slate, right? Could you guys give Crane and me the room, please? Guckt mich nicht alle so an. Doch, bitte. Has to be done, doesn't it? Well, I'm not gonna argue. Race's place is over here. Just find out what this will cost us and come back in one piece. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich muss gerade fast niesen. Huh. Also ich musste niesen. Aber hast du nicht? Nee. Oh. Schade. So, wir sollen jetzt Reis besuchen. Nachts. Der Geist dieses nicht genießten Niesers wird jetzt für immer in deiner Nase wohnen. Bastrex sagt gehabt, hat da genug Gesellschaft drin. Ja. So paar hundert nicht genießte Nieser. Ja, in etwa.
Okay, hier kann man auch mehr mit Leuten reden. Oh. Hallo Person. Ach, du bist hier der Werkstatt, du hast irgendwas an uns. Alfie. Oh. Electricity, building maintenance. I keep this place running somehow. Glad you're here. I was just about Elektriker. What's the problem? Wichtig. Well, it's good news, bad news. The good news is that you restore the lights in the Cauldron district. The bad news is that it blew out the grid near the overpass. It's blacker than your pants. Wo stinkt, wenn ich die wäre? Do you need it switch back on? There are two substations. Flick flick, you switch them on. The order doesn't matter. Then you throw the master in the main station and it'll light up like a Christmas tree. I think I can do it. Of course you can do it. Any runner could do it. But there's a catch. Shutting off the lights has created a little black patch for the volatiles. Bunches of them are gathering there after sundown. So I've rigged a trap. It's already in place, all set to go. Now, if you can get in there and restore the power after it's dark, we can fry a whole lot of freaks in one shot. After dark? Mm-hmm. That's gonna be a lot dicier. Sure. That's why no one's volunteered for this job. But I'm thinking maybe you're a bit tougher than the rest of these guys. Just an impression. Let's just say I'm here to help. Really? Good intentions, huh? Hope you've got some guts, or you won't last long. Okay. Ich muss mir noch immer Health craften. Same eigentlich. Can you hear me? Jade? Yeah, I can't. Will Jade dann noch was? Listen, Crane. We all appreciate what you're doing, and I know you're doing it to redeem yourself, because Amir died saving your life. Look, I'm doing it because if we don't get Antizin from Rise, people will start to die. You know, I met Amir right after the outbreak. I didn't know him for that long, but he was the best, most decent man I've ever known. But I just want you to know that I don't blame you. Amir knew the risk. And Crane, we know that you too are taking a risk to do this for us. Look, Jade, we'll talk when I get back with the Antizin, okay? Okay. Just come back in one piece, alright? Okay, okay. Best quality, new design, super quiet. Also gefühlt habe ich fast den gleichen gerade hinter mir laufen. Nur in schwarz. Ja, okay, hier alle Knöpfe. Und der hat auf seinem Helm stehen, fuck tomorrow. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh ja, Tatsache. Flugzeug? Aber sogar zensiert mit so einem Joker-Dingens. Da ist was gedroppt. Was? Da vorne droppt gerade was. Ob. Aber wir sollten vielleicht mal auf den Part achten und das dann vielleicht im nächsten schnell machen. Da hast du recht. Dann hoffe ich doch an der Stelle mal, euch hat der Part gefallen und man sieht sich vielleicht im nächsten Part. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.